sieht vielleicht aus wie eine kleinere Explosion. Aber, also auch ein Musikinstrument. Ich sage jetzt nicht, was mein Hund macht. Grüezi und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Auch wieder ein sehr spontanes Video. Ich mache für meine Jungs möchte ich ein Weihnachtsgesteck machen, das sie unten bei sich im Büro können, auf den Tisch stellen können. Und keine Ahnung, was daraus wird. Ich denke, ich nehme dich mit, vielleicht interessiert es dich und vielleicht kannst du etwas davon mitnehmen, als Idee. Und da es ja für zwei Jungs ist, würde ich schauen, dass es etwas schlechter ist und nicht zu verspielt. Von dem her, mal schauen, was es gibt. Also. Und zwar habe ich hier auf dem Tisch. Entschuldigung. Wieder jenste Sachen, die ich gesammelt habe in der Natur. Tannenzäpfe, verschiedene Grössen. Dann habe ich hier so noch Mohnkapseln. Die sind jetzt trocken, die kann man schön eindekorieren. Dann habe ich noch Eicheläste, die ich noch gefunden habe. Und, und. Und das sind jetzt wirklich von Ästen, die die Förster bereits abgeschnitten haben und wo sie auf einen Haufen hier haben. Und von denen nehme ich, das habe ich im letzten Video schon gesagt. Dann habe ich Steckmasse, die grüne, wenn die frische Pflanzen möchtest reintun oder Äste, Blumen etc. Und dann habe ich hier noch die graue, die ist für trockene Blumen. Da ich jetzt aber zu wenig habe von den grünen und das in mein Brockenhaustöpfchen reinkommt, werde ich unten jetzt einfach von dieser reintun und obendrauf dann die grüne. Die tauche ich hier schon einmal ins Wasser rein, damit die sich richtig vollsaugen kann. Und die natürlich nicht. Und die Reste die stopfe ich einfach noch auf die Seite rein. So sieht das jetzt aus. Mit der Steckmasse. Und hier kommt dann eben die Kerze rein. Und die tue ich jetzt fixieren mit so Draht. Und mache die ein bisschen heiß. Und dann sollte das recht gut tun. So. Mache ich zwei und dann kürze sich die und platziere die. Ungefähr in der Mitte und dann hebt die sehr gut. Dann fange ich mal irgendwo an. Das sind ja die, die ich eben auch gesammelt habe. Das sogenannte Unkraut. Und das, denke ich, möchte ich jetzt hier so ein bisschen ringsum machen, damit ich hier auch noch ein bisschen die Löcher füllen kann. Da ich nicht so viel Äste habe, muss ich jetzt ein bisschen improvisieren. Aber das ist bei mir Normalzustand.
tue die jetzt einfach überall da ein bisschen dazwischen rein. Da habe ich die Mohnkapseln und das sind die Eichenkäppchen. Und ich habe jetzt hier noch so einzelne. Und die tue ich jetzt noch an gewissen Stellen ankleben. Und dann kommt, glaube ich, wirklich nur noch der Stern rein und fertig. Sonst finde ich auch. Ja. Die Sterne habe ich auch selber gemacht aus Restpapier und habe sie dann einfach mit der Nähmaschine zusammengenäht. Und dann kann man das schön einfach so drum wickeln. Also, und zwar nehme ich ein Stück Draht. Moment. Biege das da oben und dann nehme ich die Sterne und tue das so reinhängen, mache hier das Bögli zu und dann kann ich das da unten reinstecken und dann habe ich das nämlich nur da unten. Der ist jetzt soweit fertig und jetzt möchte ich mit dem hier noch einen Text drauf machen, einfach, dass es ein bisschen Bruch gibt, auch von der Farbe. Kommt hier Licht drauf. So. Also, so sieht das jetzt gerade aus und ich denke, es bleibt auch so. Das ist jetzt das Resultat von meinem Chaos. Ich habe jetzt doch noch ein paar Weihnachtskugeln mit eingearbeitet. Es wirkt einfach ein bisschen festlicher und ich denke, das gefällt den Jungs dann auch, wenn es doch ein bisschen leuchtet. Ich sage jetzt nicht glitzern. Und sonst ist es wirklich sehr wild und ein bisschen urchig. Und das habe ich alles aus der Natur gesammelt. Also es hat mich jetzt wirklich gar nichts gekostet. Den Stern habe ich schon gehabt, die Weihnachtskugeln habe ich schon gehabt, die Kerzen, die habe ich natürlich gekauft. Und das Gefäß ist ja auch ein altes Gefäß, das ich gespritzt habe. Und unten eben auch nochmal die Sterne aus Papier. Und so findet sich das wieder da oben mit dem Stern, da unten mit dem Stern. Dann habe ich den Kleber hier noch angemacht. Und das wird dann also auch auf dem Brett so bleiben. Weil ich habe jetzt gar kein Tablet, aber ich finde es passt, weil ja auch hier alles aus dem Wald ist. Dann darf es unten ruhig auch ein Brett sein. Ist auch mal etwas anderes. Da möchte ich dir jetzt ganz kurz schnell zeigen, was man mit diesen Tannenbäumen machen kann aus Zeitungspapier. Das habe ich in meinem vorletzten Video gezeigt. Und so kannst du sie natürlich auch auf einen Adventskranz schön eindekorieren. Ich habe sie jetzt auch unten als einen Korken drin und einen Draht und habe das komplett durchgestochen. Und an dem Kranz bin ich jetzt gerade noch ein bisschen. Der ist auch noch von letztes Jahr und da muss ich gewisse Sachen dann noch ein bisschen auswechseln.
Aber auch das alles, was du hier siehst, das ist alles aus der Natur gesammelt. Da hat sogar noch Lavendel drin. Also wirklich kreuz und quer, Tannenesch. Dann würde ich sagen, das war es. Ich hoffe, es war für dich eine Inspiration. Es ist jetzt wirklich ein sehr spontanes Video. Was ich nächstes Mal zeige, weiss ich ganz ehrlich gesagt noch nicht. Du darfst mir aber sehr gerne einen Kommentar unten rein schreiben. Vielleicht gibt es etwas, wo ich mal ausprobieren soll oder wo ich dir zeigen soll. Oder vielleicht hast du eine Idee, die ich machen könnte. Also wirklich unten rein schreiben, da freue ich mich sehr drüber. Und wenn du meinen Kanal abonnierst, freut es mich natürlich umso mehr. Und dann würde ich sagen, das war es. Bleib kreativ, seid lieb zueinander, umarmt eure Liebsten und bis zum nächsten Mal. Alles Gute, tschüss.